Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, unser Gesundheitsminister Harry Glawe hat gerade gesagt, er hat gute Verhältnisse zu den Krankenkassen. Das ist schön. Gute Verhältnisse sind immer wichtiger, um gute Gespräche zu können. Aber sie sichern natürlich noch keine Versorgung. Und die Frage, wie gut das Verhältnis dann wirklich ist, macht sich dann daran fest, wenn es ums Bezahlen geht. Dann werden wir sehen, also, wie die Verhältnisse sich dann letztendlich darstellen. Das Thema der Aktuellen Stunde ist, medizinische Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern sicherzustellen. Als ich das gelesen habe, habe ich den Eindruck gehabt, da gibt es ein seltsames Versorgungsverständnis, weil das Thema reduziert sich also halt auf Medizin. Aber die Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern im Bereich von Gesundheit kann man natürlich nicht also halt ohne den Pflegebereich betrachten. Das heißt, das sind Dinge, die gehören zueinander. Und jetzt habe ich mich schon gefragt, warum wird das quasi hier derartig reduziert? Und bei mir kam so ein bisschen der Verdacht auf, dass man die Aktuelle Stunde dazu nutzen möchte, unserem Gesundheitsminister mal die Gelegenheit zu geben, was er quasi also halt alles schon auf den Weg gebracht hat. Nur da muss man sagen, das wird dem Thema nicht gerecht. Also die SPD-Fraktion macht diesen Fehler nicht. Wir werden das nicht also halt quasi auseinanderziehen. Wir werden das nicht auseinanderziehen, sondern das muss man zusammen betrachten, denn ansonsten wird man nicht zu guten Versorgungsansätzen kommen. Das will ich mal vorwegschicken. Das Thema ist ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema, weil es halt kein Thema alleine der Selbstverwaltung ist. Es gibt ja also einen Haufen Leute, die sagen, Mensch, haltet euch mal raus. Es gibt hier Selbstverwaltung zwischen den Ärzten auf der einen Seite und den Krankenkassen auf der anderen Seite. Die regeln das schon und die haben auch den Sicherstellungsauftrag. Und ihr könnt euch dann so ein bisschen also um das Thema Krankenhausplanung kümmern. Und ansonsten solltet ihr es dabei belassen lassen. Das ist nicht so. Das Thema Gesundheitsversorgung ist ein wesentliches Thema der Daseinsvorsorge. Und insofern muss sich also halt auch die Politik damit beschäftigen. Und deswegen bin ich auch unserer Ministerpräsidentin Manuela Schwesig sehr dankbar, dass sie in den ersten 100 Tagen das erkannt hat und angefangen hat, um sich um dieses Thema zu kümmern. Und wenn man jetzt die Frage stellt, also halt, wie ist Versorgung sicherzustellen, muss man natürlich also auf der einen Seite muss erstmal anfangen, sich die Rahmenbedingungen quasi also halt doch mal zu vergegenwärtigen. Und die Frage ist, wie sind denn die Rahmenbedingungen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern? Und Mecklenburg-Vorpommern hat 69 Einwohner pro Quadratkilometer. Ich will da nur auf einige Faktoren ein, nur die wesentlichen. 69 Einwohner pro Quadratkilometer. Die Prognose ist, dass wir 2030 nur noch 61 Einwohner pro Quadratkilometer haben. Das heißt also, das ist die Gesamtbetrachtung. Wir haben aber periphere Räume, da sieht das deutlich anders aus. Wir haben Bereiche, da haben wir teilweise unter 10 Einwohner pro Quadratkilometer. 90% unseres Landes gelten als dünn besiedelt. In diesen 90% wohnen fast 50% unserer Bevölkerung. Das sind wichtige Dinge. Die Alterskohorte, die bei uns am stärksten wächst, ist 80 Jahre alt und älter. 80 Jahre alt und älter, die waren 2008 70.000, bis zum Jahr 2023, Teil 2024, wird sich diese Alterskohorte verdoppelt haben. Und jeder, der weiß, wie es mit dem Thema aussieht und was man da letztendlich so halt betrachten muss, der weiß auch, dass mit zunehmendem Alter natürlich das Morbiditätsrisiko deutlich steigt. Ja? Das heißt, wir haben einen steigenden Versorgungsbedarf in der Pflege und im medizinischen Versorgungsbereich, vor allen Dingen in der Geriatrie. Da hat der Minister schon darauf aufmerksam gemacht. Das bedeutet, dass schwere Erkrankungen bei uns in Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft deutlich zunehmen werden, wenn die Prognosen richtig sind. Also Myokardinfarkt, Schlaganfall, Demenz und Krebserkrankungen, um noch ein paar zu nennen.
Das muss man wissen. Weiter kommt hinzu, dass wir heute schon in erheblichem Umfang einen Fachkräftemangel im Bereich von Medizin und Pflege haben. Der wird sich deutlich verschärfen. Nach mir vorliegenden Unterlagen haben wir im Jahr 2014 219 niedergelassene Ärzte gehabt, die 68 Jahre alt waren und älter. Im Jahr 2030 wird diese Gruppe 1792 Personen betragen. Also niedergelassene Ärzte, die 68 Jahre alt sind und älter. Der nächste Faktor, den man betrachten muss, wir haben nach wie vor eine starke sektorale Abschottung, hat der Minister auch darauf hingewiesen, starke sektorale Abschottung im Bereich der Gesundheitsversorgung zwischen ambulant und stationär. Ja? Nicht jeder, der eine Leistung erbringen kann, darf die Leistung also halt auch erbringen. Es kommt immer darauf an, also halt welchem Sektor das zugeordnet werden muss. Wir haben bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, das ist keine einfache Sache, nach wie vor kein flächendeckendes Netz von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung. Auch im Bereich der Telemedizin haben wir Entwicklungsperspektiven, die wir auch ausschöpfen müssen, bin ich mit dem Minister so halt völlig einig. Und Mecklenburg-Vorpommern hat die höchste Pflegequote im Bundesvergleich. Ja? Die höchste Pflegequote im Bundesvergleich. So. Und welche Ziele muss man also halt nun verfolgen? Ich versuche das also ein Stück weit also halt zu systematisieren und nochmal deutlich zu machen, dass das eine sehr übergreifende Geschichte ist. Also man muss auf der einen Seite mal anfangen, eine Harmonisierung vorzunehmen zwischen unterschiedlichen Planungen, also Verkehrsplanung, Raumplanung und die Planung also halt medizinischer Versorgung. Weil eins ist auch klar, medizinische Versorgungsangebote sind bei uns in Mecklenburg-Vorpommern nicht immer wirklich gut also halt zu erreichen. Und dann will ich mal mit einem Bereich anfangen, der heute überhaupt noch keine Rolle gespielt hat, nämlich das ist der Bereich der Prävention. Von Prävention und Rehabilitation. Wir brauchen auf der Landesebene letztendlich einen integrierten Ansatz also zum Thema Präventionskonzepte. Ich will mal ein paar Sachen aufzählen. Also das Thema Sucht spielt eine Rolle, gesunde Ernährung spielt eine Rolle, Bewegungsförderung spielt eine Rolle, aber auch das Thema Vorsorge und Früherkennung schon in der Kita und in der Schule. Da sind in der Regierung unterschiedliche Stellen mit befasst, aber das muss man also zusammenfassen zu einem ganzheitlichen Präventionskonzept. Und auch die Krankenkassen sind meines Erachtens nach hier gefordert, denn was da teilweise an Präventionsangeboten gemacht wird, hat häufig also halt eher den Charakter von Marketing, als dass damit wirklich also halt Prävention verfolgt wird. Und dann eine Sache, die in vielen Bereichen eine Rolle spielt, ist die Frage, wie kann ich auch das Thema präventive Versorgung im Bereich des SGB-5, kann ich die stärken? Und eine Möglichkeit sind beispielsweise populationsorientierte integrierte Versorgungsverträge. Gibt es ein gutes Beispiel in Baden-Württemberg, also dieses gesunde Kinzigtal, wo letztendlich ein Gesamtbudget für einen eingegrenzten Bereich, für eine bestimmte Bevölkerungsanzahl, ein Gesamtbudget quasi zur Verfügung gestellt wird, das im Rahmen eines Ärztenetzes also halt verwaltet wird und wo letztendlich also halt entschieden wird, was mache ich damit? Und je gesünder die Leute sind, desto mehr bleibt letztendlich also halt von dem Gesamtbudget also unverbraucht und kann quasi also halt für andere Dinge verwandt werden. Im Kinzigtal also läuft das sehr erfolgreich. Ich finde, das sind Dinge und Modelle, die man bei uns in Mecklenburg-Vorpommern letztendlich also halt auch aufgreifen muss. Das Thema Fachkräftesicherung im ärztlichen Bereich ist umfassend angesprochen worden. Aber wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, das Medizinstudium und der Medizinberuf wird deutlich weiblicher. Der überwiegende Teil also der Medizinstudenten sind Studentinnen, die natürlich ganz spezifische Vorstellungen haben von der Frage, wie sie ihren Beruf perspektivisch ausüben sollen.
Jetzt bin ich ja in der Situation und kann also halt die Dinge nicht also in einem Guss so halt präsentieren wie der Minister. Das heißt, ich muss von der Möglichkeit Gebrauch machen und gleich nochmal ans Rednerpult kommen und diese Dinge dann ein Stück weit fortsetzen, weil 10 Minuten stehen mir noch zur Verfügung. Also bis gleich, sage ich, und herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Mhm.